Hallo! Heute lade ich dich ein, dich gemeinsam mit mir zu bewegen. Mein Name ist Goldminka, ich bin Burlesque-Künstlerin und Bauchtanzlehrerin. Und hier auf meinem Kanal erfährst du alles rund ums Thema Burlesque. Also abonnier den Kanal und los geht's! Ja, um jetzt nach diesen ganzen faulen Weihnachtsfeiertagen wieder etwas in Schwung und in Bewegung zu kommen, lade ich dich jetzt einfach ein, gemeinsam mit mir ein paar Übungen zu machen. Und ja, wir werden diese Übungen dann auch kombinieren mit Burlesque-Bewegungen. Lass dich einfach überraschen und mach mit mir mit. Ja, um überhaupt jetzt mal wieder etwas in Schwung zu kommen, gehen wir jetzt einfach mal auf der Stelle. Ja, so wie beim normalen Gehen, rechter Arm, linkes Bein und wir nehmen jetzt die Knie nach oben und schwingen einfach die Arme locker vor und zurück. Genau, das machen wir jetzt einfach ein paar Mal. Und dann stellst du dich gerade hin. Ruhig etwas breitbeiniger, um einen festen Stand zu haben. Und jetzt schwingst du einfach mal mit deinem Oberkörper von Seite zu Seite und die Arme pendeln dabei so richtig schön mit. Lass richtig die Schultern dabei locker, damit deine Arme richtig schön schwingen können. Und jetzt, nachdem du das ein paar Mal gemacht hast, behältst du diese Bewegung im Oberkörper bei und deine Arme schwingen jetzt aber nicht mehr ganz so dolle mit, sondern jetzt lässt du sie einfach etwas hängen und dein Oberkörper geht immer noch von Seite zu Seite. Und jetzt nimmst du deine Arme in diese Position, hältst dein Becken ruhig, rotierst den Oberkörper weiter und hast diesen wunderschönen Schulterschimmi. Ja, also das ist eine wunderbare Möglichkeit, mit dem Schulterschimmi anzufangen, also um den zu üben. Und du bleibst dabei fit und in Bewegung. Ja, die zweite Übung, die wir jetzt einfach mal machen, ist, nimm mal deine Schultern hoch bis zu den Ohren, einfach mal ein bisschen kreisen, die ganzen Schultern und Nacken, Gürtel, mal ein bisschen durcharbeiten. Genau, und jetzt die Arme, die schön schwingen, große Kreise. Und jetzt Richtungswechsel. Und jetzt Pose. Und wir fangen nochmal an, die Schultern zu rollen. Und haben dann diese wunderschöne Burlesque-Bewegung. Bisschen ausschütteln. Jetzt gehen wir eine Etage tiefer zu unserem Becken. Und jetzt gehen wir einfach mal so von Seite zu Seite. Also schieb hier richtig dein Becken von Seite zu Seite. Mach das riesengroß, dass du richtig merkst, deine Hüftknochen bewegen sich. Und jetzt einfach Seite vor Seite rück. Rechts vor links hinter. Rechts vor links hinter. Ein riesengroßer Kreis. Und das ist auch eine super Burlesque-Bewegung, die du verwenden kannst. Wir wechseln jetzt mal die Richtung. Links vor rechts
zurück. Links vor, rechts zurück. Genau, und jetzt stell dich wieder gerade hin. Und jetzt kannst du einfach mal ein bisschen hin und her gehen mit deinem Becken und dir die Vorstellung zu Hilfe nehmen, dass du Wasser in deinem Becken hast. Also du stellst dir jetzt einfach vor, dein Becken ist voller Wasser und du kreist jetzt wie eine Acht. Also dein Becken macht jetzt wirklich Bewegungen, als würdest du auf den Boden eine Acht malen. Bleib dabei schön locker und aufgerichtet. Und wenn wir jetzt einmal diese Bewegung haben, können wir die Grinds machen. Das ist auch eine super schöne, sinnliche Burlesque-Bewegung. So Grinds, diese weiche, fließende, sinnliche Bewegung. Und ja, wenn wir einmal bei den Grinds sind, dann machen wir natürlich auch die Bumps. Das sind diese zackigen Bewegungen. Jetzt schmeißt du hier wirklich alles, was du hast, von Seite zu Seite. Und es geht auch doppelt. Eins, zwei, eins, zwei. Pam, 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 pam. Grinds und dünn. So, dann schüttel dich noch mal etwas aus. Und jetzt machen wir eine ganz große Bewegung. Wir tauchen mit dem Kopf ab. Jetzt nimm wirklich das Kinn als erstes nach unten und geh Wirbel für Wirbel nach unten. Und dann, wenn du unten angekommen bist, lässt du dich einfach mal etwas locker hängen. Das ist super, einfach mal um hier auch wieder den ganzen Schulter-Nackenbereich zu entspannen. Dann schaust du nach vorne und kommst mit geradem Rücken wieder hoch. Und nochmal runterrollen. Nach vorne schauen und mit geradem Rücken hoch. Runterrollen. Nach vorne schauen und mit geradem Rücken hoch. Und das behalten wir jetzt mal bei, diese Idee. Und machen diese Übung jetzt ein bisschen kleiner. Ja, aber wir behalten uns jetzt diese Vorstellung von Wasser und der Bewegung im Oberkörper. Und dann, wenn wir das nämlich machen, haben wir hier diese wundervolle Burlesque-Bewegung. Diese Wasserwelle, die durch deinen ganzen Körper fließt. Da werde ich demnächst nochmal ein ausführliches Video dazu machen. Und wenn du dazu Fragen hast zu dieser Übung, schreib mir bitte diese Fragen in die Kommentare, damit ich dir das noch besser erklären kann. Das ist eine wunderschöne Übung und wenn du die machst, Vorsicht, nicht hier mit den Schultern nochmal extra rollen. Also die Schultern haben hier keine extra Bewegung irgendwie drin, sondern einfach nur dein Oberkörper geht vorne hoch, hinten runter, vorne hoch, hinten runter. Sehr schön, wunderbar. Und jetzt machen wir noch etwas Schönes. Und zwar stellst du dich jetzt gerade hin, gehst mal so ein bisschen locker in die Knie und bounce jetzt einfach mal. Doch bounce, bounce, bounce. Das ist auch eine super Übung, um so ein bisschen wieder in Bewegung zu kommen und alles mal so ein bisschen aufzulockern und auszuschütteln. Das mag sich vielleicht am Anfang tatsächlich ein bisschen komisch anfühlen, zugegeben. Aber diese Übung ist wirklich super, um hier wirklich nochmal locker zu werden. Wenn du das richtig machst, merkst du, dass die Übung hier richtig bis in den Schultergürtel geht. Und bitte pass aber auf, dass du jetzt hier nicht so ins Hohlkreuz fällst. Also hier pass bitte auf deine Haltung auf. Und jetzt beugen wir mal, jetzt haben wir beide Knie gleichzeitig gebeugt. Jetzt beugen wir beide Knie abwechselnd. Das war ganz einfach.
vor und zurück. Wenn du die Knie beugst, lass die Fersen dabei am Boden, also nicht die Fersen abheben, sondern die bleiben am Boden. Und jetzt versuchst du auch, den Oberkörper ruhig zu halten. Du beugst jetzt praktisch ein Knie und lässt dein Becken damit nach unten sinken. Und jetzt beugst du einfach die Knie ein bisschen schneller. Und noch ein bisschen schneller. Und hast dann die beste aller Burlesque-Bewegungen, nämlich den Shimmy. Den fängst du tatsächlich so an, indem du deine Knie vor und zurück beugst. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Und dann hast du einen super schönen Shimmy. Sehr schön, wunderbar. Dann vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du bist damit jetzt wirklich wieder ein bisschen lockerer geworden nach diesen faulen Weihnachtsfeiertagen, ein bisschen in Bewegung gekommen. Und ja, jetzt ziehen wir uns nochmal lang, strecken uns nochmal, machen uns nochmal groß. Sehr schön. Dann vielen Dank fürs Mitmachen. Liebe Grüße, Goldminka. Tschüss.